Jo, moin Leute. Ich habe mich eigentlich entschlossen, heute kein Video zu machen, aber es muss einfach sein. Und zwar möchte ich heute mal mit euch ein bisschen über die Deutsche Bahn, deren Informationspolitik und den ganzen Scheiß reden. Ich denke mir einfach mal, fährst du mal mit meiner Großmutter und meinen Cousinen ins Deutsche Museum bzw. ins Haus der Geschichte in Bonn. Einfach mal ein bisschen Kultur. Wenn du mit der Bahn fährst, kannst du das abstreichen. Nichts ist da einfach. Ich sitze jetzt hier schon wieder am Bahnhof. Mein Zug sollte eigentlich kommen um 13.05 Uhr. Der fällt aus wegen angeblichem Notarzteinsatz. Die Ausreden der Bahn werden auch immer schlechter und sind eigentlich immer die gleichen. Der Ersatzzug, der eigentlich hätte schon kommen sollen, ist auch 25 zu spät, anscheinend wegen des gleichen Grunds. Meine Frage ist, warum schickt die Bahn, wenn zwei Züge ausfallen, nicht ein Ersatzzug? Warum können die nicht an speziellen Zwischenbahnhöfen einfach Züge stationieren und die dann einsetzen? Das wäre ja nicht das erste Mal. Wenn es jetzt das erste Mal wäre, dass mal ein Zug ausfällt, dass mich das mal stört. Aber nein, es ist doch ständig, sind wir mal ehrlich. Ich bin jetzt sicher in den USA gewesen, vom Frankfurter Flughafen zurück. Weißt du, 12-Stunden-Flug, klappt alles super, nichts passiert. Ein fucking Mal Bahn fahren. Schon fällt der scheiß Zug aus. Dann sitzen wir da 2 Stunden in Frankfurt fest und kommen nicht weg da. Ich fühle mich langsam echt verarscht von der DB. Und dann denkst du, ja, wie kannst du dir helfen? Weil die App, da steht der Zug gar nicht drin. Anstatt ihn dann als ausgefallen zu deklarieren, steht er gar nicht drin. Rufst du mal bei dieser schlauen Nummer an für den ÖPNV. Da kann man ja bei uns hier in NRW anrufen, kriegt dann Infos und so. Die gucken anscheinend auch nur in die App oder in das PC-Programm. Die können dir auch keine näheren Infos bringen. Da denkst du, die hätten direkten Kontakt oder direkte Ansprechpartner bei der Bahn. Nein. Da kriegst du einfach nur zu hören, ja, ich sehe den nicht, dann ist das halt so. Ich bin einfach der Meinung, dass die Bahn am falschen Ende spart, weil wenn man will, dass die, dass man das Autofahren unattraktiver macht, dann muss man das Bahnfahren im Gegenschluss attraktiver machen und durch so massenhafte Verspätung und den ganzen Scheiß, den wirklich alle Bahnfahrer ja kennen, da kann es sich nicht verändern und es macht mir auch ein bisschen nicht traurig, aber es nervt mich, weil es wird immer Umwelt gepriesen, Umweltschutz und all sowas und dann klappt da nichts. Also ich find's doof, weil das erschwert das deutlich. Leute, nochmal ganz kurz die News von mir. Der Zug sollte ja jetzt kommen und da er jetzt nicht gekommen ist, habe ich meinen Anschlusszug verpasst und darf deswegen jetzt nochmal 20 Minuten in Köln warten. Mein Tag wird immer besser. Ich wollte eigentlich um 2 in Bonn sein. Wir haben jetzt 13.08 Uhr. Ich sollte in 50 Minuten in Köln sein, in Bonn sein. Es wird jetzt schon nichts, weil allein die reine Fahrzeit mit dem durchgehenden Zug wäre deutlich länger gewesen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich bin derbst abgefuckt, aber lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Macht's gut. Oh, ich sitze immer noch in Benrath. Ich genieße das Leben auf jeden Fall. Und ich habe nichts anderes zu tun, deswegen möchte ich euch jetzt mal fragen, was haltet ihr vom Bahnfahren? Habt ihr gute, schlechte Erfahrungen gemacht? Fahrt ihr überhaupt Bahn oder seid ihr gänzlich von der Bahn abgekommen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. 6,5 Stunden spät. Oh, es gibt Neuigkeiten. Der Zug ist da. Yay! Mit wie viel Stunden Verspätung? Ja, jetzt noch knapp 1,5 Stunden Verspätung. Kommt er jetzt angerauscht. Endlich. Ja, Mann. Langsam verstehe ich die Deutsche Bahnlogik, weil wenn alles unpünktlich ist, dann ist auch wiederum alles pünktlich. Ich habe jetzt, dadurch, dass der erste Zug unpünktlich war, hätte ich beinahe den zweiten verpasst, hätte ich laut Planung, aber der ist auch 10 Minuten zu spät. Somit passt das jetzt zeitlich fast perfekt. Also, ich sag mal so lässt sich's leben. Ich bin glücklich, aber das ist glücklich. Ich bin zwar viel zu spät, aber trotzdem. Moin Leute, wir sind schon wieder im Zug und ich möchte mein Video von gestern beenden. Gestern bin ich ja zu meiner Oma gefahren und wir sind zusammen nach Bonn gefahren. Und jetzt bin ich auf dem Rückweg von meiner Oma. Und der Tag wurde noch ziemlich bunt. Also es war nicht nur, dass wir die ersten Probleme hatten, von denen ich euch berichtet habe, mit der ersten Verspätung, wo der Zug ausgefallen ist. Es ist noch weitergegangen. Wir waren dann in Bonn. Ich bin zu spät in Bonn angekommen. Das hat mich aber noch nicht groß gestört. Das Schlimmste war dann der Rückweg. Meine Oma und ich wollten dann, meine Oma wohnt am Niederrhein in einer relativ kleinen Stadt, wo nur eine Zuglinie hinfährt. Mit der wollten wir dann fahren über Köln, dann nach Krefeld und dann an den Niederrhein. Das hat aber nicht ganz so gut geklappt. Also der erste Zug ist ausgefallen von Köln nach Krefeld. Dann sind wir nach Düsseldorf gefahren, wollten wir über Düsseldorf fahren, wo dann aber der Zug in die Stadt meiner Oma von Düsseldorf ausgefallen ist. Sprich, wir sind nicht aus Düsseldorf weggekommen, müssen dann mit der Straßenbahn rein. Ursprünglich sollten wir um 10:08 bei meiner Oma sein und dann um 10:30, 11 bei meiner Oma zu sein, was wirklich deutlich später war, was uns auch alle gestört hat. Und ich möchte nochmal meinen Senf hinzugeben, warum ich der Meinung bin, warum der Nahverkehr in Deutschland so schlecht ist.
Ich bin der Meinung, es wird am falschen Ende gespart. Wenn man oder warum der allgemeine Schienenverkehr in Deutschland so schlecht ist. Die Bahn kriegt ziemlich viel Geld vom Bund. Die Bahn hat ziemlich hohe Ticketpreise. Aber das Geld wird falsch investiert. Zum einen wird das Geld nicht ausreichend in einen breit gefächerten Fuhrpark investiert. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass es meiner Meinung nach zu wenig Fahrzeuge für zu viel Strecke gibt und es deswegen sehr, sehr schwierig ist, auch mal bei einem Ausfall einen Ersatzzug zu stellen. Zum anderen bin ich der Meinung, dass es nichts bringt, neue Schnellfahrstrecken zu eröffnen, wenn die Verspätungen, die dadurch resultieren, weil es dann zu wenig Geld an einer anderen Stelle gibt, sozusagen wieder rausgeholt sind, rein zeittechnisch. Und ich bin der Meinung, dass die Bahn dringend radikale Änderungen braucht. Die Bahn braucht meiner Meinung nach jetzt oder ab sofort eine neue Kursauslegung. Ich finde, zum einen sollten wir mit die Privatisierung aufhören. Ich sitze jetzt auch schon wieder in einer Nordwestbahn von Transdev, auch in keiner DB-Regio mehr. Ich finde, dieser Privatisierungswahn geht auf Kosten der Fahrgäste, weil es wird eine Strecke, ich erkläre euch das Prinzip mal ganz kurz. Nehmen wir jetzt mal die Strecke vom RE1, also das ist der NRW-Express, der auch als RRX nächstes Jahr fahren wird, 2019. Nehmen wir diese Strecke. Diese Strecke wird ab dem nächsten Jahr von diese Ausschreibung hat Abellio gewonnen, weil sie jetzt wortwörtlich, Abellio kann es sich jetzt nicht leisten, haufenweise Ersatzfahrzeuge bereitzustellen, weil sie Hauptsache mit diesem geringen Beitrag, den sie jetzt durch die Ausschreibung bekommen haben, überhaupt erstmal die laufenden Kosten decken müssen. Und der zweite Punkt ist, dass ich der Meinung bin, dass die Taktung viel zu gering ist, um den ÖPNV jetzt als bezogen auf den Nahverkehr attraktiv zu gestalten. Nehmen wir als Beispiel die Berliner S-Bahn. Dort kann man von einem Berliner Außenbezirk alle 10 Minuten höchstens in die Innenstadt fahren. Im VRR zum Beispiel ist man froh, oder im Ruhrgebiet, wenn alle 20 Minuten mal eine S-Bahn kommt. Also ich finde zum Beispiel, dass die Taktung sich deutlich erhöhen muss, um das attraktiver zu gestalten. Hier in Düsseldorf hat jetzt auch die Rheinbahn eine neue Metrobuslinie eröffnet. Die bringt aber auch nichts, weil die Taktung viel zu hoch ist. Also Metrobusse, das sind Busse, die fahren nur bestimmte Haltestellen an und haben einen ziemlich schnellen Linienweg. Aber es sind immer noch viel zu wenig Metrobusse, um das Auto nachhaltig ersetzen zu können. Und ich finde, wir brauchen da keine Umstiegsprämie von Auto auf Bahn, wie es der Rheinbahn-Chef gefordert hat. Wir brauchen einfach nur ein attraktiveres Streckennetz und auch eine deutlich dichtere Taktung, um das Bahnfahren attraktiv zu gestalten. Jo Leute, nochmal ein kleiner Nachtrag. Ich dachte, ich hätte genug über die Bahn gelästert jetzt die letzten Tage. Und dann kam jetzt noch der Burner zum Schluss. Ich war ja gerade im Zug und wollte ja zurückfahren nach Düsseldorf. Und ja, da habe ich noch schöne Sachen erlebt. Und zwar war da ein offensichtlicher Mensch mit Migrationshintergrund, der wohl ziemlich aktuell nach Deutschland gekommen ist. Und der hatte ein nicht aktuelles Ticket. So eine ähnliche Situation, wie die Michael Pretorius erlebt hat, als er bei der S-Bahn München sein Ticket verbrannt hat, habe ich denke, das Video. Und das habe ich jetzt auch erlebt. Also dieser Mann hatte wohl ein ungültiges Ticket, obwohl er sogar ein Ticket hatte. Das war wohl älter und schon sofort zum sofortigen Fahrtantritt abgestempelt. Und jetzt konnte dieser Mann sein Ticket nicht nutzen und wurde von den von den Kontrolleurinnen sehr, sehr aktiv darauf aufmerksam gemacht, dass er seine ID bekannt geben müsse. Und wenn nicht, würden sie die Polizei rufen. Ja, nachdem er das gar nicht erst verstanden hatte, wie ich es augenscheinlich bemerkt habe, hat er dann irgendwann seinen Pass, ich weiß nicht, wie man das nennt, seinen Flüchtlingspass, wenn ich es jetzt mal ganz reißerisch gezeigt hat, haben sie ihm die Quittung über 60 Euro gegeben und er durfte nach Hause gehen. Ich finde, das ist einfach, geht gar nicht. Ein Mann, der so schlecht Deutsch spricht, der gerade erst in Deutschland ist und wirklich in seiner Heimat viel erlebt hat, der unter deutschen Waffen gelitten hat, ihm dann nochmal sowas anzutun und ihn so nochmal bloßzustellen von den anderen Fahrgästen, das finde ich einfach nur traurig. Ich werde auf jeden Fall die Nordwestbahn leiden. Macht's gut. Ciao.